Guten Morgen, hier brechen produktive Zeiten an. Ich habe gerade schon ein Video gedreht und importiere das gerade in mein Videoschnittprogramm. Das dauert aber immer eine ganze Weile und währenddessen frühstücke ich jetzt. Und zwar gibt es ein Müsli mit Erdbeer-Rhabarber-Soja-Joghurt. Sehr, sehr lecker von Alpro. Und genau, da drin sind Blaubeeren, Bananen, der Klassiker eigentlich. Und dieses Knuspermüsli und dazu gibt es ein Glas O-Saft. So, ich bin komplett ausgehungert und das hier gibt es jetzt, um diesem Zustand vorzubeugen. Ich habe hier einfach Ravioli, die habe ich eben schon in meinem Food Hall unter die Kamera gehalten. Und ja, die sind einfach mit Ricotta und Spinat, schmecken so mittelmäßig, ist schon in Ordnung. Und ich soll an dieser Stelle ganz herzlich meine Mama grüßen, mit der habe ich gerade telefoniert. Mama, du bist herzlich gegrüßt, wenn du dieses Video guckst. Und ja, wenn ich dich auch grüßen soll. Dich andere Person, die nicht meine Mutter ist, dann schreib mir das in die Kommentare. Dann baue ich jetzt mal so Grüße ein. Okay, ja, so viel zu meinem Mittagessen. Dazu gibt es ein Glas Leitungswasser, das hole ich mir gleich noch. So, hier rechts, das muss ich zu meiner Schande gestehen, siehst du eine leere Packung Kekse. Das war aber nur eine ganz kleine. Ich glaube, da waren fünf insgesamt drin. Duettini heißen die von Alos. Und ich habe mir das so vorgestellt wie Prinzenrolle. Ich glaube, sie versuchen auch so zu sein wie Prinzenrolle. Aber das ist leider nicht so gut gelungen. Also Alos, ihr könnt sicher viele Dinge, aber Kekse backen gehört nicht dazu. Die waren irgendwie eher muffig. Und die Packung ist auch nur leer, weil ich ewig lange auf meinen Bus warten musste und Beschäftigung brauchte. Und ich außerdem ziemlich gefrustet war von der Uni. Und hier rechts, ja, ist meine heißgeliebte Apfelsaftschorle mit Orangensaft. Und das werde ich jetzt noch trinken. So, hierbei handelt es sich jetzt um mein heutiges Abendbrot. Ich esse drei kleine Scheiben Brot, das habe ich mir gerade aus dem Biomarkt mitgebracht. Das ist so ein Schwarzbrot mit Haferflocken, richtig lecker. Und ja, da ist Feta und Tomate und Basilikum drauf mit ein bisschen Salz und Knoblauchpulver. Und da freue ich mich jetzt richtig drauf. Und währenddessen trinke ich einen Fenchel-Anis-Kümmeltee, während ich das verspeise. Ja, und darauf freue ich mich jetzt sehr. Ich wünsche dir an dieser Stelle noch einen ganz, ganz schönen Tag, egal was auch immer du heute noch vorhast oder was du noch machst. Ja, hab viel Spaß, gönn dir was Schönes und wenn es dir gefallen hat, würde ich mich total freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, sofern du es noch nicht getan hast, damit du ab sofort nichts mehr verpasst und noch mehr von diesen Follow My Food sehen kannst. Tschüss!